erreicht uns die Meldung, dass der neue Sound aus England das Festland erreicht hat. Britpop ist da, natürlich mit der Band der Stunde, Oasis. Dieser Film wurde Ihnen präsentiert von TV Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift. Ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Leverkusen schlägt Stuttgart 4:1. So geschehen im Hinspiel, meine Damen und Herren, im September. Und heute, was da los war, das sagen wir Ihnen zumindest atmosphärisch jetzt schon mal. Ich begrüße in Leverkusen Johannes Pekaner. Also, es ist genauso abgegangen, Johannes. Also, es ist schon eine ganze Menge los gewesen heute im Ulrich-Haberland-Stadion. Natürlich brannten die Spieler des VfB auf eine Revanche nach der 1:4 Heimschlappe im Hinspiel. Allerdings gab es durchaus Verletzungssorgen im defensiven Mittelfeld. Sowohl Verlat als auch Foda und Thomas Berthold konnten heute nicht dabei sein. Auf der anderen Seite Kirsten und Völler, die beiden, die in der Spielzeit 95-96 das Tore schießen, ja nicht gerade erfunden haben. Bisher wohlgemerkt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich die Partie Leverkusen gegen Stuttgart auf keinen Fall entgehen zu lassen, denn es ist richtig was passiert. Wonti, bitte. Und Johannes wird nachher der Reporter sein. Darüber hinaus gab es noch ein zweites Spiel, HSV gegen Düsseldorf. Auch da ist so einiges vorgekommen. Also schauen Sie ran, bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich. Spaghetteria, Pasta al Pomodoro, tolle Nudeln, tolle Soße. In 5 Minuten fertig. Knorr Spaghetteria, so schmeckt es richtig gut. Pronto Holzreiniger, der erste Reiniger auf Pinienöl-Seifenbasis. Und wofür brauche ich den? Zum schonenden Reinigen. Pronto Holzreiniger, wenn Sie ihn nicht brauchen, Ihr Holz braucht ihn. Something seems to tell me. He's just my kind of man. Something seems to tell me he's my guy. Something seems to say he's got that certain style that tells girls all the while. Vielleicht hätte er jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Gelbe Seiten machen das Leben leichter. Melitta Harmonie. Abschalten und genießen. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Wenn meine Kinder mal länger draußen bleiben, sollten sie nicht irgendeinen Schokoriegel essen. Deshalb gebe ich ihnen Kinder Country mit. Kinder Country mit 4 Frühstückscerealien. Tempofaktor Rotnasen, woran leidet Ihre Nase bei Schnupfen am meisten? Ja, wenn das Taschentuch nicht hart ist, dann tut es weniger weh. Aber wenn es so rau ist, dann tut es halt auch weh. Dann reibt es eben auf der Haut. Deshalb gibt es jetzt ein neues, spezielles Tempo. Mit einem Hauch Aloe Vera auf der Oberfläche. Das außergewöhnlich weiche Tempo Plus. Ja, fühlt sich also wirklich weicher an als sonst. Ja. Ja, das ist weicher. Mhm. Das neue Tempo Plus. Niesfest und weich, weich, weich. Verlass dich drauf. Ja, unser 95er-Test beweist, worauf es Zahnärzten bei Zahnbürsten ankommt, ist gründliche Reinigung und abgerundete Borsten. Deshalb gibt es die Blender Dent Professional. Denn ihr einzigartiges Wellenprofil reinigt, im Vergleich zu flachen Bürsten, gründlicher zwischen den Zähnen. Und die speziell abgerundeten Borsten helfen dabei, das empfindliche Zahnfleisch vor Verletzungen zu schützen. Professional von Blender Dent. Alles, was zählt. Ricola! Kräuter! Frische! Ach. Ricola, Schweizer Kräuterbonbons im Böxli. Von Natur aus frisch. Wir haben was gegen Müll. Die DEA Mehrwegflasche. Motorenöl zum Selbstzapfen. Aus der DEA Öltheke. Eine saubere Idee. Das ist Kinder Country. 4 Frühstückscerealien in einer reichhaltigen Milchfüllung, umhüllt von bekömmlichem Kakao. Kinder Country mit 4 Frühstückscerealien. Haben Sie feines oder empfindliches Haar? Der Durchbruch von L'Oréal für die vitale Schönheit Ihres Haares.
Mehr Haarfülle. Durch das neue L-Vital Ceramid R. Eine sensationelle Entdeckung von L'Oreal. Ceramid R ist echtes Haarkonzentrat, das die Haarfaser im Inneren restrukturiert. Mit L-Vital Ceramid R Shampoo wird Ihr Haar kräftiger, fülliger, glänzender und leichter formbar. Neu L-Vital Ceramid R Shampoo von L'Oreal. Tag für Tag neue Substanz und neue Fülle. Sonntagabend. Köpfe und Fakten. Grenzen zu für Aussiedler? Ja, ich denke, die wollen die Wahlen gewinnen. Wahlkampf mit Stammtischparolen? Ja, ich bin der Meinung, wir sind voll, oder? Müssen wir angesichts der Rekordarbeitslosigkeit von 4,3 Millionen die Notbremse ziehen? Erich Böhmel diskutiert mit Oskar Lafontaine, Jürgen Trittin und Manfred Kanter im Talk im Turm. Und danach, es sind nicht mehr nur die Seeleute, Legionäre und Knackis. Tattoos, Farbe auf nackter Haut, lebenslänglich. Eins sein mit der Maschine, das Gefühl von Kraft und Freiheit, nicht nur im Sommer. Das Elefantentreffen, anders sein als die anderen. Rebellen am Wochenende, das Thema bei 24 Stunden. Talk im Turm um 22.10 Uhr und 24 Stunden um 23.10 Uhr. Der Sonntagabend, Köpfe und Fakten in Sat 1 Dorf. Dazu der Start der zweiten Bundesliga mit den Trainerpremieren Schlappner bei Waldhof und Röber bei Hertha. Die Spiele Wattenscheid-Mannheim und Berlin-Carl Zeiss-Jena. Die Bundesliga in Ramm, heute mit Jörg von Torra. Da sind wir, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und auch Ihnen ein herzliches Willkommen zu Hause. Sie merken schon, die Stimmung ist gut hier bei uns im Studio. Dabei ahnt unser Publikum natürlich noch gar nicht, was sich in der Bundesliga so alles ereignet hat. Wir von der Redaktion sind schon ein bisschen schlauer. Seit 20 Uhr schauen wir ja auf den Monitoren in die Stadien hinein. Und ich kann Ihnen sagen, die Stimmung ist zu Recht gut. Denn es haben schon ein paar wirklich sehr passable Spiele stattgefunden, die wir Ihnen jetzt zeigen. HSV gegen Düsseldorf. Das ist das Wiedertreffen zweier langjähriger Weggefährten. Die beiden Trainer, nämlich Felix Magath und Alex Ristitsch, hatten gemeinsame Tage in Hamburg. Allerdings nie als Spieler. Da haben sie gegeneinander gekickt, wenn Sie mal schauen wollen. Felix Magath beim HSV und Alex Ristitsch bei Eintracht Braunschweig. In der Richtung haben sie sich allerdings nichts vorzuwerfen, denn bei zwei Spielen hat jeder einmal gewonnen im Vergleich gegeneinander. Der Erfolg heute würde den HSV bis auf Platz 3 hochhieven können. Und bei Düsseldorf wäre im Falle eines Sieges sogar die Möglichkeit da, von den Abstiegsplätzen nach oben zu rutschen. Thomas Clemens mit seinem Spielbericht und anderen Neuigkeiten. Er hat kein HSV-Herz mehr, das sagt Jordan Letschkow über sich selbst. Er will unbedingt weg von hier, er wird und er will seinen Vertrag auflösen. Freikaufen will er sich allerdings nicht, das stimmt nicht, was in einer Zeitung stand, aber er will weg. Neu beim HSV, von Anfang an dabei, Elad Ostermann. Vor 6 Jahren hat er zuletzt von Anfang an gespielt, damals noch beim VfL Bochum. Und Zvezdan Bejovic, der kam von Hajduk Split über Jena nach Düsseldorf bei den Fortunen von Beginn an dabei. Und dieser Ball, das ist ein ganz besonderer, mit dem haben die Hamburger 5:1 gegen Frankfurt gewonnen und 2:1 gegen die Bayern. Alex Ristitsch musste seine Truppe, die sie in Grün-Weiß, das eine Premiere, sehen, umstellen. Kurz vor Beginn kam Schwinkendorf noch für Bunzol, der sich verletzt hatte am Oberschenkel. Aber der HSV mit den ersten Angriffsaktionen. Ivan Ausgas. Zu nachlässig Jörg Bach und Ivan Ausgas erkämpft sich den Ball. Die erste Ecke für den HSV, die wir uns dann allerdings schenken. In den ersten 10, 12, 13 Minuten die Abtastphase, möchte ich es mal nennen. Schwierig für den HSV, das Spiel aufzubauen. Die Düsseldorfer sehr, sehr kompakt in der Abwehr. Wieder Ivan Ausgas und Georg Koch. Ja, die Düsseldorfer, die spielen so eine Art Verschiebebahnhof. Die stehen mit 4, 5 Mann auf einer Linie und dann immer, wo der Ball hinkommt, da wird dann alles rübergeschoben. Das ist schwer gegen die zu spielen. Hansa Rostock kann ein Lied davon singen am vergangenen Sonntag. Das klägliche 0:0 im Olympiastadion. Schnell muss es gehen. Dann kann man diese Abwehr knacken. So wie hier. Aber an Behrons Flanke, da segelten sie dann alle vereint vorbei. Ecke für den HSV. Spörl.
Und dann Sven Kmetsch. 23 Minuten waren da gespielt nach diesem Volleyschuss. Also berauschend war es nicht, was wir hier im Volksparkstadion bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben. Der HSV mühte sich und die Düsseldorfer spielten das, was sie können, verteidigen. Dann Gerangel um den Ball mit dem neuen Mann, mit Bejovic, und Schiedsrichter Albrecht pfeift Freistoß. Der Mann aus Kaufbeuren, der das Spiel ganz gut im Griff hatte, André Winkold. Und da sieht Richard Golz zum ersten Mal nach ungefähr 29 Minuten den Ball in seinen Strafraum segeln. So lange brauchten die Düsseldorfer, um überhaupt mal in Tornähe zu kommen. Er hätte die Mütze ruhig noch tiefer ziehen können, der Alex Ristic, zumindest was die Offensivkünste seiner Mannschaft angeht. Wie man gegen diesen Verschiebebahnhof spielt, dann hier. Ostermann, langer Ball auf Jenich. Spörl und Alberts. Unglaublich im Tor der Düsseldorfer, dieser Georg Koch. Auch Alberts kann es eigentlich gar nicht glauben, wie er den noch halten konnte. Und man fragt sich schon, was wären diese Fortunen ohne Georg Koch im Tor. Schauen Sie mal ganz konzentriert, schaut auf den Ball, dann geht die linke Hand raus und Kartemann verhindert Schlimmeres, bevor Ivanauskas da noch eventuell hätte zuschlagen können. 42 Minuten mittlerweile gespielt und, Sie glauben es nicht, aber es ist wahr, Düsseldorf tatsächlich mal wieder in der Nähe des HSV-Strafraums. Und dann kommt der Ball auf glücklichen Wegen zu Schaller, der fackelt nicht lange. Glück für Richard Golz, der wieder im Tor stand. Ja, symptomatisch für das Spiel der Düsseldorfer, hinten gut, aber nach vorne, da sieht man dann nichts mehr von ihnen. Die zweite Halbzeit, und in der hat die Fortuna ja in dieser Saison auswärts noch nicht mal es geschafft, ein Tor zu erzielen. Aber sie wurden frecher. Siehe da, plötzlich ging's nach vorne. Schwinkendorf. Schwinkendorf, Seliger, schön angenommen. Aber dann im Abschluss doch zu harmlos. Sie wurden direkt keck, die Düsseldorfer. Schaller, Seliger, verliert den Ball hier, Ivanauskas, Alberts, kein Abseits und Koch. Rumpelristic außer sich, komm du mir in Kabine, Fränchen. Wie kann man da auf Abseits spielen? Die Anfangsdruckperiode der Düsseldorfer, sie war nur von kurzer Dauer. Jetzt hatte der HSV wieder das Spiel fest im Griff. Beron. Ivanauskas. Das erlösende 1:0 für den HSV. 57 Minuten gespielt. Der Pass von Carsten Beron und das erste Gegentor der Düsseldorfer seit 331 Minuten. Ja, da haben sich einige die Zähne dran ausgebissen an dieser Abwehr. Und Valdas Ivanauskas mit seinem dritten Saisontor in der 57. Minute. Endlich ist es soweit. Ecke der Düsseldorfer, die mussten natürlich jetzt ihre Defensivtaktik aufgeben. Alberts, Ivanauskas, Jenich, Ivanauskas, Jenich. Ein Traumtor, ein absolutes Traumtor. Da haben wir alle mit der Zunge geschnalzt. So spielt man einen wunderbaren Konterfußball. Das Ganze in der Wiederholung noch mal zum Genießen. Der Pass von Alberts, Ivanauskas, Jenich, noch mal Ivanauskas. Und der läuft und hat viel Platz, nimmt den Kopf hoch. Sieht, dass Jenich mitgelaufen ist. Der exakte Pass gegen die Laufrichtung von Koch. Sensationell gespielt. Dieser Spielzug hatte ein Tor absolut verdient. 2-0, 66 Minuten waren absolviert. Dann kamen Bunzoll und Zyron für Schala und Schwinkendorf bei den Düsseldorfern. Und noch einmal ein HSV-Konter. Jenich. Aber diesmal der Pass zu ungenau. Karl Werner dazwischen.
Auch nach diesem 2:0 Rückstand von den Düsseldorfern nach vorne nicht viel zu sehen. Der HSV bekam das Spiel jetzt immer sicherer in den Griff. Man merkte doch, wenn du so ein, zwei Tore geschossen hast, dann klappen eben Dinge, die sonst vielleicht nicht klappen. Kmetsch verliert den Ball. Behron. 3:0, 77. Minute und damit war das Ding natürlich gelaufen. Sein drittes Tor im sechsten Spiel. Der Pass von Jenich und in der Zeitlupe ganz gut zu erkennen, dass Kartemann nicht besonders gut aussieht hier gegen Behron. Nimmt den Ball wunderbar runter, legt ihn sich mit links noch einmal vor, sieht fast schon hilflos aus, der Kartemann gegen Carsten Behron. Und dann ganz cool, ganz abgeklärt, das 3:0. Verdiente Führung für den HSV. Die Düsseldorfer, sie taten gerade in der ersten Halbzeit einfach viel, viel zu wenig für ihr Offensivspiel. In der Defensive, da standen sie wirklich über 45 Minuten hervorragend. Man könnte sagen, konstruktiver, destruktiver Fußball. Und nochmal Carsten Behron. Jetzt spielte eigentlich nur noch eine Mannschaft und das waren die Gastgeber. Das war der HSV. Behron, Spörl, der fällt und Schiedsrichter Albrecht pfeift. 11 Meter. War es einer? War es keiner? Schauen wir nochmal hin. Da erwischt er ihn auf dem Schlappen, der Jörg Bach. Ich denke, diesen Elfmeter kann man pfeifen. Alberts 4:0, 84. Minute, sein 7. Saisontreffer. Damit war natürlich jetzt hier alles klar. 4:0, vielleicht ein bisschen hoch, aber die Düsseldorfer, wie gesagt, nachdem sie in der zweiten Halbzeit am Anfang 5, 6, 7 Minuten andeuteten, dass sie auch nach vorne spielen können, dann war nichts mehr los. Dann gab es die Massenentlassung beim HSV, einen Dreierwechsel, drei auf einen Schlag, wie beim Eishockey, hat es in der Bundesliga auch noch nicht gegeben. Felix Magath, spendabel also, 3 noch für die Siegprämie. 89. Minute, Tonello. Der Ehrentreffer für Fortuna Düsseldorf. 62 Mal hat Ristić in dieser Saison schon gewechselt. Das zweite Tor durch einen Einwechselspieler und der erste Treffer für die Düsseldorfer nach der Pause in einem Auswärtsspiel. Geholfen hat es freilich nicht mehr viel. Der HSV gewinnt verdientermaßen mit 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Und Frank-Thomas Sippel hat nach dem Spiel taktische Fragen gestellt. Haben Sie schon mal gegen so eine destruktive Mannschaft gespielt wie heute? Ja, das glaube ich schon vor ein paar Jahren war der Scheiß, so war endlich eine Mannschaft. Also die haben erste Halbzeit wie die Berliner Mauer gestanden, aber zweite Halbzeit, Gott sei Dank, habe ich geknackt. So darf uns auch keiner für übel nehmen, wenn wir hier in Hamburg nicht von Anfang an stürmen. Also das ist auch ganz normal. Wir stehen unten im Keller, die Hamburger, die stehen im Mittelfeld. Und die haben selber unten drin gestanden teilweise. Die wissen selber, wie das ist. Man muss erstmal so ein Spiel versuchen, lange zu Null zu spielen und dann die Punkte einzufahren. Na bitte, es läuft wieder beim HSV. Der 4. Heimsieg in Folge war das. Und insgesamt sind die Hamburger bisher in der laufenden Saison zu Hause noch ungeschlagen. Gleich haben wir für Sie Leverkusen gegen Stuttgart, der Kampf um die UEFA-Pokalplätze. Und Sonntag gibt es natürlich auch noch Fußball in Sat.1. Ranissimo am Sonntag. Zwei Clubs, ein Ziel. Gladbach gegen Rostock, der Kampf um einen UEFA-Cup-Platz. Und live im Studio Dortmunds Trainer Ottmar Hitzfeld zwischen Meistertraum und Ajax Trauma. Sonntag 19 Uhr. Ranissimo, die Sat.1 Fußballshow. Leben ist Bewegung. Bewegung heißt Veränderung. Nur wer bereit ist, sich zu ändern, kann auch etwas bewegen. Der neue Renault Megane. Sein aktives Sicherheitsfahrwerk. Sein völlig neues Innenraumkonzept und sein programmiertes Rückhaltesystem für zusätzliche Sicherheit. Der neue Renault Megane und Megane Coach. Move it. Thank you.
70 cm, 32 Pfund. Carlsberg Urpilz. ISDN. Das Wissen der ganzen Welt nutzen. Hallo Dr. Hornstein, haben Sie das Interview schon an? ISDN. Das Netz der fantastischen Möglichkeiten. Rufen Sie an 030 7000. Das neue programmierte Rückhaltesystem mit Gurtkraftbegrenzer schützt Ihren Brustkorb. Weil es nachgibt. Ab sofort im neuen Renault Megane. Richtig scharf. Und nur für Männer. So scharf, dass er hinter Gitter muss. Unübertroffen sicher. Absolut gründlich. Und von den wahren Experten empfohlen. Protektor. Von Wilkinson. Spitzenpilsener von Welt. John Travolta, Christian Slater, Operation Broken Arrow. Seine Strategie für optimale Mundpflege, die antibakterielle Mundspülung. Listerin wirkt so stark, wie es schmeckt. Wir haben was gegen Müll. Die DEA Mehrwegflasche. Motorenöl zum Selbstzapfen aus der DEA Öltheke. Eine saubere Idee. Die Olympischen Spiele. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Unternehmen. Mit Zweigstellen in 197 Ländern der Welt. Hier, hier und sogar hier. Wenn Sie jetzt an all die Pakete und Dokumente dieses Unternehmens weltweit denken, wem würden Sie es zutrauen, Ihre Zweigstelle in Buenos Aires auf dem Laufenden zu halten? UPS, der offizielle Zustelldienst der Olympischen Spiele 96. Wissen Sie, 7 von 10 Mietwagen werden heute an Geschäftsreisende vermietet. Und schauen Sie, unsere Kunden sind auf ein Telefon angewiesen, das praktisch überall in Deutschland funktioniert. Das CETEL hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb bauen wir fast 3000 CETEL-Telefone in unsere Fahrzeuge ein. Sixt weiß warum. CETEL Autotelefon. Die schönste Freude ist die Vorfreude. Just a little bit longer. Oh, please, please stay. Auf das Pils mit der sprichwörtlichen Frische und dem unvergleichlichen Geschmack. Just a little bit with me. Bitburger, ein besonderes unter den Besten. Bitte ein Bit. Was machst du denn heute? Boutiquenbummel? Mal wieder ein schickes Kleid kaufen? Du weißt ich ja... Ich weiß schon, was dir gefällt. Das absolute Topmodell, bitte. In welcher Größe? 1,0S. Kann ich ihn in Gelb anprobieren? Hier, bitte. Steht Ihnen ausgezeichnet. Den nehme ich. Soll ich ihn einpacken? Nein, danke. Ich ziehe ihn gleich an. Was Schickes gefunden? Oh ja, oder wie findest du ihn? Die neue Mifra-Kollektion. Jetzt anprobieren. Er kann, sie kann. Nissan. Ran auf CD-ROM, das Quiz um die schönsten Tore der Bundesliga. Wie heißt der Torschütze oder welcher Spieler gab die Vorlage? Testen Sie Ihr Wissen, werden Sie Ran-Champ. Ran-Tore, das Multimedia-Quiz, jetzt im Handel. Oder unter 0190 25 26 25. Schicksale, Schlagzeilen, Augenblicke der Entscheidung in Sat 1. Die moderne Fährschifffahrt. Vertrauen in die Technik. Die Castor hat 28.000 PS. Wissen Sie auch, wie viel PS die See haben kann? Die Naturgewalten sind stärker. Das Fährschiff Castor ist gesunken. Ich leite die Untersuchungskommission.
Fähre in den Tod. Sonntag, 20 Uhr, in Sat 1. Zurück bei Ran mit der Partie Leverkusen gegen Stuttgart. Bei Bayer, liebe Zuschauer, da zog der Erich Ribbeck am Anfang der Saison einen aus dem Ärmel, den bis dahin eigentlich nur die engere Verwandtschaft kannte. Dirk Heinen bekam den Vorzug vor dem bisherigen Stammtorhüter, nämlich Rüdiger Vollborn, und entwickelte sich dann zum erfolgreichsten Schlussmann der ganzen Liga. Nur 15 Gegentore in 18 Partien. Heute allerdings die Nagelprobe, denn heute kamen Bobic und Elber, die zwei, die zusammen beim VfB schon 26 Mal trafen und damit mehr als ganz Leverkusen zusammen. Und das, obwohl die auch keine Pantoffelkicker im Sturm haben. Johannes Bekerner hat den Beweis. Ein Nationalspieler und eine Legende, namentlich ein Topsturm, aber nur 12 Treffer zusammen wohlgemerkt, sprechen eine eher durchschnittliche Sprache bis heute. Das Treffen der Brasileiros, Leverkusens gesperrter Sergio und Stuttgarts Giovane Elba. Der VfB Stuttgart komplett umgestellt im defensiven Bereich. Libero spielte Thomas Schneider, weil Verlat verletzt war. Und auch Schwarz und Grimm waren dabei für Berthold und Foda. Erste Möglichkeit. Elba gegen Holger Fach. Spielt Mandecker. Giovane Elba und Poschner. Ein paar Minuten gespielt im Haberlandstadion und schauen Sie ruhig noch mal, wie knapp das in Wirklichkeit war. Poschner gegen Ramelow. Leverkusen mit Lupescu als letztem Mann. Holger Fach wurde zu Elbas Bodyguard. Wir konnten das ja eben sehen, umfunktioniert. Es war ein munteres Bundesligaspiel. Und so sah das dann ganz genau aus. Kirsten, Ramelow, ja, einer muss doch, Lupescu. Nur 12 Tore durch den Bayer-Sturm. Woran liegt es denn nun in Wirklichkeit, fragen sich viele in Leverkusen. Die Antwort der Stürmer lautet, wir bekommen zu wenig. Das kann es nicht sein. Ulf Kirsten. Tolle Parade des Stuttgarter Keepers Marc Ziegler. Und weiter Bayer 04 Leverkusen, die das Spiel jetzt richtig im Griff hatten. Werns, Pescu, Rudi Völler. Ein Schuss ist schick, eine Flanke wäre an dieser Stelle vermutlich die bessere Idee gewesen. Nach gut 20 Minuten Bobic im Mittelfeld. Kein Foul, aber achten Sie auf Freddy Bobic. Er steht auf und hier merkt er, dass was ganz Schlimmes im Knie passiert ist. Schrecksekunde, sagt man normalerweise. Ich sage es Ihnen offen, es könnte gut sein, dass es Schreckwochen werden. Auf jeden Fall ist er mit der Mannschaft auf dem Weg nach Stuttgart. Dort wird er morgen genauer untersucht. Ein Glück, dass der VfB guten Ersatz hat. Axel Kruse kam bereits in der 24. Minute. 22 Tore also hat Leverkusen in dieser Spielzeit bisher zustande gebracht. Bisher wohlgemerkt. Rudi Völler, Ziegler, Kirsten, nochmal Ziegler. Es war richtig was los. Und schauen Sie mal, solch Doppelchancen. Ulf Kirsten und Ziegler. Lange, lange ist es her, dass seine Mannschaft im heimischen Stadion getroffen hat. Und es waren mitnichten nur die Stürmer, die Ordentliches an Chancen zustande brachten. Das ist Markus Münch, der spielt ein bisschen die Sergio-Rolle. Münch! Und wieder Ziegler. Der Name wird noch einige Male fallen am heutigen Abend. Freistoß, Bayer 04. Es gab reichlich was zu besprechen heute Abend. Freistoß also. Und Neuendorf. Andreas Neuendorf in seinem 11. Bundesligaspiel. Ich glaube, der wird uns in Zukunft noch eine ganze Menge Freude bereiten. Weiter die Gastgeber. Seit über 3 Spielen kein Tor mehr geschossen. Rudi Völler. Und Kirsten. Ich denke, Sie sind mit mir einer Meinung. Möglichkeiten gab es nun wirklich en masse. Noch einmal. Rudi Völler. Und bei aller Liebe,
Herr Kirsten, das ist für einen Stürmer normalerweise eine Pflichtveranstaltung. Weiter, Bayern 04. Drückend überlegen. Mitte bis Ende der ersten Hälfte. Lenov, kein Abseits. Lenov. Und Ziegler war wohl derjenige, der diese Chance zunichte machte. Das ist ein Ramelow. Lenov, Rudi Völler, der sensationell viele Ballkontakte hatte, sich ganz viel Bälle auch selber holte aus dem Mittelfeld. Wenn sie den nicht hätten, Völler. Und Kirsten hüpfte ein und andere Mal ins Leere. Konnte einem fast schon ein bisschen leid tun, der gute Ulf Kirsten. Noch einmal, Völler. Und Kirsten. Dirk Heinen, dann Lupescu, der im ordentlichen letzten Mann spielte. Claudio Reyna und wieder Rudi Völler, der Mann der langen Wege, der Älteste auf dem Platz, aber durchaus ein Aktiver. Es war zum Verzweifeln und wir wollten wissen, was ist mit Bobic. Irgendwas wird auf jeden Fall kaputt sein, im hinteren Kniebereich. Und morgen habe ich eine Kernspintomographie und dann weiß ich weiter. Befürchten Sie Schlimmes? Ja. Nein? Ja. Europameisterschaft vielleicht in Gefahr? Ich weiß nicht, das ist ja Spekulation. Ich will erst morgen hundertprozentig wissen, was es ist. Wenn was kaputt sein soll, dann hoffentlich der Meniskus. Das kann man nämlich schnell reparieren wieder. Er nahm es ja dann doch noch relativ locker, der gute Freddy Bobic. Aber die anderen, die mussten es für ihn richten. Zweite Hälfte. Mal schauen, ob da mehr drin war für den VfB Stuttgart. Erstmal Leverkusen. Und dann Marco Haber. Aber ganz aktiv auf der rechten Seite. Gerd Poschner stand auf der linken Seite frei. Flanke wäre mehr wert gewesen. Fach. Und wieder Ballverlust. Wieder Marco Haber. Mal sehen, ob er dazugelernt hat. Er ging den langen Weg. Und diesmal sah er Gerhard Poschner. Kruse verlängerte. Poschner. Ohne Erfolg bis dahin. Ein Ball, was der für Freude bereiten kann. Und das ist offenbar altersunabhängig. Und wie es so ist in einem Bundesligaspiel, wenn die Linie einmal fehlt, Leverkusen kam schlechter aus der Halbzeitpause heraus, dann schleichen sich auch Unsicherheiten ein. Gerhard Poschner. Und diese Chance hätte Axel Kruse, da werden Sie mir recht geben, im Leben nicht haben dürfen. Missverständnis war das zwischen Rainer und Wörns. Mitte der zweiten Hälfte meldete sich Leverkusen dann zurück in einem durchaus temporeichen, aber irgendwie eigenartigen Bundesligaspiel. Die Hintermannschaft der Stuttgarter stand gut. Das Ganze verlagerte sich dann doch eher ins Mittelfeld. Es sah nicht immer zwingend aus, um es mal vornehm zu formulieren. Lenhoff, Völler und dann Neuendorf. Wie gesagt, es ist sein 11. Bundesligaspiel. Ab dem 12. weiß er dann auch, dass man an dieser Stelle durchaus mal über den Keeper hinweg hüpfen kann. Neuendorf, gelb gab es für diese Aktion. 3 gegen 1 ist unfair, das wissen Sie. Aber wenn der eine Elber heißt, dann geht das schon in Ordnung. 3 gegen 1. Für den Stuttgarter nämlich ein eher kleines Problem. Jetzt weiter der VfB in einer mittlerweile, wie gesagt, komischen, aber eben doch sehenswerten Partie. Legert. Einen. Haber. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer da in höchster Not auf der Linie klärte. Schauen Sie nochmal ganz genau. Erstmal die Flanke von Legert. Einen. Sichere Partie. Dann der Schuss von Haber und hinten ist Ulf Kirsten, der für seinen Keeper beinahe noch mehr hätte tun müssen. Aber es war ja schon in Ordnung so. Der VfB, wieder Haber, Elber. Einzige Unsicherheit an dieser Stelle
von Dirk Heinen ermöglichte Kruse seine Chance. Dann Ecke Leverkusen. Und wieder die starke rechte Seite. Da klappte es irrsinnig gut mit dem Umschalten von Abwehr auf Angriff. Thomas Schneider. Thomas Schneider. Und zisch machte es. Ich glaube, Dirk Heinen hätte an dieser Stelle nur noch hinterher grüßen können. Und jetzt mal alle Mann und am Internationalen Frauentag dann gerne auch alle Frau. Aufgepasst, ganz genau bitte. Leverkusen im Angriff. Pass auf Ramelow, auf Feldhoff, der war gekommen. Und eine ganz, ganz strittige Situation im Haverlandstadion. Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen. Szene 1, kein Abseits, wie ich meine. Feldhoff nicht im Abseits. Ribbeck völlig fassungslos, schon ob dieser Entscheidung des Kollegen Buchhardt. Und dann auch noch das hier. Ich sage mal, kein Foul und deshalb alles richtig gemacht, Herr Schiedsrichter. Meiner Meinung nach zumindest. Leverkusen, alles nach vorne. Holger Fach. Selbst die Mandecker rackerten jetzt nach vorne. Der gesperrte Sergio mochte es kaum noch mit ansehen. Aber seine Kollegen, die gaben zum Schluss dieser Partie wirklich alles. Nochmal Rudi. Einmal, zweimal, wieder nichts. Dann Lehnhoff nach diesem Freistoß und eine Riesenparade von Ziegler in der 89. Minute. Und da merken Sie schon, es blieb bei diesem 0:0, während Sie in der Zeitlupe sowohl Lehnhoffs Freistoß als auch die Riesentat des Stuttgarter Keepers noch einmal sehen. Es blieb bei 0:0. Ecki Häuser mit Interviews. Ich glaube, es gab selten ein Spiel, wo sie so viele Torchancen hatten und so wenig reingemacht haben. Woran liegt es bei Ihnen? Na gut, ich sage mal, woran liegt es? Ich mache sie halt nicht rein. Das ist alles. Sicher hatte ich heute 3 klare Chancen, habe sie nicht reingemacht. Ich meine, ich nehme es auch auf meine Kappe heute noch. Es kommt auch wieder bessere Zeit und mache ich sie wieder rein. Markus, warum sind Sie so sauer? Klarer Elfmeter, klarer geht doch gar nicht. Der Ball ist am Tor vorbei. Leeres Tor und er greift mir klein die Beine. Die Aufnahmen beweisen, er hat sie nicht berührt. Ach, da müssen wir mal gucken, das gibt's doch gar nicht. Ja. Machen Sie Ihre Tore demnächst in einer anderen Stadt, in Glasgow zum Beispiel? Nee, ich mache es auf alle Fälle bis Saisonende in Leverkusen und vielleicht darüber hinaus auch noch hier. Das muss ich auch mal sehen. Wie hoch sind die Chancen, dass Sie in Leverkusen weiter Fußball spielen? 50-50. Was erhoffen Sie sich von dem Ausflug am Sonntag nach Glasgow? Ich glaube, ich werde nicht fliegen. Warum nicht? Ich will mir mal Gedanken machen und ich glaube, der Club wie Bayer Leverkusen hat, glaube ich, erstmal Vorrang im Moment. Das heißt, die Chancen steigen für Leverkusen? Sicher. Okay, vielen Dank. So kann es also gehen, Bayer 04. Ein Punkt gewonnen und trotzdem 2 verloren. Die neue Regel macht's möglich. Ein ganz verrücktes Spiel, 0:0, obwohl es hätte 6:3 ausgehen können. Da gibt es noch einiges nachzufragen. Und darum haben wir ein Idol gebeten, doch heute mal bei uns zu sein. Wenn auch über Leitung, aber auf alle Fälle live. Drüben in Leverkusen ist er. Hallo, Rudi Völler. Hallo. Rudi, das alte Stürmerproblem in Leverkusen. In den letzten 6 Spielen habt ihr in 5 kein einziges Tor erzielt. Und ihr habt mal gesagt, ja, wir kriegen vorne auch zu wenig Bälle. Heute war das ja nicht so. Heute habt ihr euch die Bälle ja sogar gegenseitig aufgelegt, ne? Ja, das ist richtig. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es versäumt, in Führung zu gehen, wie das im Fußball manchmal so ist. Dann wären wir fast noch bestraft worden, hätten das Spiel noch verloren. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass das sicherlich ein Spiel der besseren Sorte heute war. Ich glaube, wir haben jetzt 2 wenig gute Spiele gehabt und jetzt haben wir heute etwas Besseres und da können wir drauf aufbauen. Sie sind im Augenblick auf Abschiedstournee durch Deutschland, überall das letzte Spiel in den fremden Stadien. Ist da so ein bisschen Wehmut dabei in dem Jahr, in dem Sie aufhören? Oder sagt der Körper nach jedem Spiel schon mal Dankeschön? Im Moment ist noch keine Wehmut dabei. Ich bin nicht mehr ganz so frisch jetzt nach dem Spiel wie vor dem Spiel. Das ist ganz normal. Aber die Wehmut wird vielleicht kommen nächstes Jahr, wenn ich mal ein paar Monate nichts gemacht habe und nicht mehr gespielt habe. Aber im Moment freue ich mich eigentlich drauf, dass es am Saisonende zu Ende ist.
Heute haben sie nun kein Tor geschossen, darum haben unsere Kollegen mal ein altes von ihnen ausgegraben. Und drumherum, liebe Zuschauer, haben Dirk Froberg und Till Öppert das ganze Geschehen vom Spieltag gestrickt. Ran, der 22. Spieltag. Die Schlagzeilen der Woche. Bonn, Eklat im Bundestag. La Fontaine sprach Klartext. Der Kanzler angeschlagen wie selten. Gastredner Gerhard Schröder lenkte von seinen privaten Problemen ab. Dieser Mann erhitzt die Gemüter. Noch 15 Spiele, dann ist, wenn es nach Rudi geht, Schluss. Das geht schief, denn... Der Bundestag und Rand starten die große Aktion Mach weiter, Rudi. Er war ein wunderbarer Sportsmann, ein wirklich guter Fußballer. Und es war immer vergnüglich, ihm zuzuschauen. Wenn er aufhört, wird er fehlen, mir auch. Das Alter erfordert seinen Tribut. Jedes Jahr kommt neuer Nachwuchs hinzu. Und ich glaube, Tante Käthe ist mittlerweile in einem Alter, wo sie zu Recht die aktive Zeit beendet. Frankfurt, die aktuellen Zahlen aus der DFB-Zentrale. Bayer 04 Kopfschmerz, Leverkusen gegen den Verein für Ballsportfreunde Stuttgart 0:0. Der Hamburger Spaß korrigiere Sportverein, schlägt die Fortuna diesmal unglücklich Düsseldorf 4:1. Hamburg am Abend. Die Hansestadt feiert. Valdas Ivanauskas und alle Torschützen des heutigen Abends. Wiesbaden, das Statistische Bundesamt präsentiert die neuesten Hochrechnungen aus der Tabellenforschung. Die Stuttgarter nach dem torlosen Spiel unverändert auf Platz 3. Bis morgen. Der Hamburger SV mit einem Sprung von 6 auf 4. Jetzt punktgleich mit dem VfB. Bayer gerade noch in der oberen Tabellenhälfte. Für die Freunde des Überblicks hier alle 18 Vereine. Die untere Hälfte, keine Veränderung, nur Düsseldorf hat gespielt. Wer verliert, bleibt zur Strafe 17. Hamburg, Randzentrale. Die Redaktion bereitet sich fieberhaft auf die Samstagssendung vor. Der Moderator recherchiert die harten Themen. In 6 Stadien wird morgen mitgefeiert. Freiburg, die Bayern kommen, mit schlechten Erinnerungen. Der SC Freiburg gegen Bayern München, das gab's schon einmal. 5:1 gewann der Sportclub die Bayern, gedemütigt. Dortmund blickt zurück im Zorn. Schon fast vergessen, jubelnde Borussia. Dieses Jahr noch ohne Sieg und ohne Jubel. Ausgerechnet jetzt kommen die schwarz-blauen Freistoßexperten vom FC St. Pauli. Außerdem spielen 1860 München gegen Werder Bremen, der 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Frankfurt, der Karlsruher SC gegen den FC Schalke 04. Uerdingen, Köln und das Negativthema des Monats, die Arbeitslosenquote. Bundesarbeitsminister Blüm macht Überstunden, ist ernsthaft besorgt. Gefeuerte Trainer sind schwer zu vermitteln. Wer morgen in Uerdingen verliert, hat ab übermorgen frei. Hamburg am Sonntag. Ranissimo um 19 Uhr. Pflichttermin fürs Spitzenspiel. Mönchengladbach-Rostock. Die Gastfreundschaft der Borussia, Top-Thema auch bei Hansa. Ja, wir müssen uns anscheinend selber Mann ziehen. Also zum Teil brutales Spiel der Gladbacher. Und ich rechne auch mit entsprechender Härte in dem Spiel, weil ich nicht glaube, dass sie gegen uns da etwas mehr Rücksicht nehmen werden. Was bleibt? Rudi Völler, die Aktion geht weiter. Rudi! Der graue Wolf hat zugebissen. Weiter, Rudi, ist es da eben. Und Rudi Völler, Ihre Zukunft ist ja auch klar abgesteckt in der Bundesliga als Sportdirektor von Bayer Leverkusen. Wollte Ihre Frau Sabrina nicht eigentlich immer nach Rom zurück? Ja, das hatten wir eigentlich alle beide vor, aber wie dieses Leben halt so spielt manchmal. Wir fühlen uns eigentlich im Moment sehr wohl hier in Leverkusen. Und deshalb haben wir auch das Angebot sehr gerne angenommen, auch wenn andere Angebote noch da waren. Aber ich glaube, hier in dem Verein kann man noch einiges bewegen und deshalb werde ich auch hier bleiben.
Nun wird ja, wenn die alten Wölfe sich so langsam zurückziehen, in Leverkusen ein neuer Kurs angeschlagen. Da werden neue, vor allem junge Leute geholt. Ist das Ziel, Leverkusen 2000 zu einer Mannschaft zu machen, wo die hungrigen Wölfe spielen und nicht die alten Stars? Ja, sicherlich. Warum nicht? Man hat ja heute auch in dem Spiel gesehen, wir hatten, ich glaube, 3 der 4 aktuelle U21 Nationalspieler in der Mannschaft, die ihre Aufgabe sehr, sehr, sehr gut gelöst haben. Und das sind die Spieler der Zukunft. Die werden sicherlich noch von sich hören lassen, auch in der Zukunft. Das wird sicherlich viel Spaß machen noch. Bleiben noch ein paar Personalien zu klären, Rudi. Wenn Sie schon Sportdirektor wären, würden Sie Ulf Kirsten halten? Auf jeden Fall. Und meinen Sie, dass Rainer Kallmund Ulf Kirsten halten wird? Bin ich fest davon überzeugt. Dann haben wir das auch schon geklärt. Auf alle Fälle ist ja schon von Kirsten selbst gesagt worden, dass er erstmal nicht nach Glasgow fliegt. Damit ist die Situation sicherlich etwas entspannt. Wenn Sie Sportdirektor werden würden, würden Sie Bernd Schuster 3 Millionen Abfindung zahlen, damit das Thema endlich vom Tisch ist? Ja, das ist jetzt eine schöne Fangfrage, oder? Das ist schwierig. Ne? Ich würde es ihm nicht geben, aber das sind andere Leute, die darüber entscheiden müssen. Nicht ich, und da kann ich nichts zu sagen. Aber Sie können uns mit Sicherheit sagen, ob das Thema am Montag endlich vom Tisch ist. Ich glaube, das hoffen eigentlich alle Parteien, nicht nur wir. Auch sicherlich der Bernd Schuster würde sicherlich gerne, dass das jetzt alles mal ein Ende nimmt. Sicherlich für alle Beteiligten nicht das Gelbe vom Ei im Moment. Aber da bin ich auch selbst sicher überfragt im Moment. Das war schon ein erster Sprung in die Zukunft des Rudi Völler. Er hat sich als Diplomat betätigt, und sowas muss man auch haben. Eine Art Diplomatie, wenn man Sportdirektor bei Bayer Leverkusen werden will. Danke, Rudi Völler. Tschüss. Tschüss nach Leverkusen. Gleich haben wir noch 6 Tore aus der zweiten Liga für Sie. Da ist also auch reichlich was passiert. Und am Dienstag gibt es schon wieder Fußball in Sat.1. Schauen Sie mal. Ram am Dienstag. Süß oder sauer, Herr Ristitsch? Ein Bonbon für Dixi Dörner. Fortuna Düsseldorf empfängt Werder Bremen. Dienstag, 22 Uhr. Ram, Sat.1 Fußball. Mit Delta fliegen Jahr für Jahr mehr Passagiere als mit jeder anderen Airline der Welt. Und dazu bedarf es schon einer außergewöhnlichen Harmonie zwischen Himmel und Erde. Delta Airlines. You love the way we fly. Machen Sie ruhig auf. Kümmerling, bitte macht lustig. Aktuelles aus der Haarforschung. Meine Damen und Herren, vergessen Sie alles, was Sie bisher zum Thema Haarausfall wussten. Denn deutsche Professoren haben ein Produkt entwickelt, das den erblichen Haarausfall definitiv verhüten kann. Activo Glant. Studien an deutschen Universitätskliniken zeigen, dass Activo Glant mit seinem patentierten Wirkstoff Rhodanit helfen kann. Activo Glant aktiviert die Haarwurzeln, regt das Haarwachstum an und macht die Haare wieder voller. Activo Glant. Hochkonzentriert und vor allem wirksam in Ihrer Apotheke. Fulda High Performance. Schwarz, breit, stark. Fulda. Oft können Sie nach dem Essen Ihre Zähne nicht putzen. Dann sinkt der pH-Wert im Mund und eine Säureattacke beginnt, die mehrere Stunden anhält. Die Folge? Kariesgefahr. Kauen Sie deshalb Wrigley's Extra, den ersten Zahnpflege-Kaugummi. Der schmeckt einzigartig frisch, stoppt die Säureattacke und hilft so vor Karies zu schützen. Wenn Sie Ihre Zähne nicht putzen können, sollten Sie also Wrigley's Extra kauen. Wrigley's Extra, der Extraschutz vor Kariessäuren. Wie oft haben Sie sich schon gefragt? Warum? Warum ein Asbach Ural teurer ist als jeder andere Weinbrand? Ist es vielleicht, weil die Fässer aus Limousineneiche gemacht werden? Oder ist es die längere Zeit, die ein Asbach Ural zum Reifen braucht? Oder ist es einfach der einzigartige, vollmundige Geschmack? Asbach Uralt. Vollmundig, vollkommen.
Überzeugen Sie sich selbst. Überzeugen Sie sich selbst! Kann ich helfen? Danke. Kein Problem. Recht sportliches Auto. Ist ein Diesel? Ja, sicher. Und Sie sind Formel-1-Rennfahrer? Ja, klar. Neu in der C-Klasse, der C250 Turbodiesel. Bifi präsentiert die RAN-Elf, das Expertenspiel für alle Fußballfreunde. Stellen Sie Ihre Elf auf. Auf den Sieger der Bundesliga-Rückrunde warten 25.000 D-Mark. Infos auf Sat1 Text ab Seite 630. Die RAN-Elf präsentiert von Bifi und Intertops. Hallo, heute haben wir ein großes Thema: Weltfrauentag. Sie, meine Damen, sollen bei uns so richtig verwöhnt werden. Das muss meine Alte erzählen. Gäste sind Stefan Raab. Warum nicht mehr Mathieu? 25 Jahre Sendung mit der Maus. Und die Kollegin von RTL, Sportreporterin Ulrike von der Gröben. Die Harald-Schmidt-Show. Heute nach RAN in Sat1. Da sind wir wieder und Sie haben es eben gerade en passant gesehen. Heute nimmt auch endlich die zweite Bundesliga nach 3 Monaten Winterpause wieder Fahrt auf. Unter anderem mit der Partie Hertha gegen Jena. Zwei Tabellennachbarn, wenn da nicht der Punkteabzug der Berliner wäre. Ihren neuen Chef durften Sie heute zudem auch öffentlich vorstellen. Jürgen Röber, seit Januar schon im Amt, aber erst 2 Monate danach durfte er öffentlich tätig werden. Hier ist der Spielbericht von Claudia Neumann. Das Gefühl, dass er genau 321 Tage vermisst hat nach seinem Rauswurf in Stuttgart. Jürgen Röber und das Kribbeln vor dem Anpfiff. In der Winterpause hat er schon kräftig gewirbelt bei der Hertha. Das Ergebnis ein komplett neuer Angriff mit Bundesliga-Erfahrung. Marc Arnold vom Meister aus Dortmund entliehen und Altin Rakli aus Freiburg. Gemeinsam sollen sie Tore schießen. Attraktiven Offensivfußball wollen sie zeigen, die Fans mittelfristig zurückgewinnen. Hertha also in Blau-Weiß mit den ersten Bemühungen. Ecke Steffen Karl und Andreas Schmidt, gedankenflinker als Jenas gesamte Abwehrreihe. Die Gastgeber in den Anfangsminuten speziell über die rechte Seite gefährlich. Das ist Rakli und der ist schnell. Rösers Bereinigungsversuch zu ungenau und da steht Mike Lünzmann, der übrigens den Vorzug vor Dirk Bremser erhielt. Nach gut einer Viertelstunde konnte sich Jena langsam aus der Berliner Drangphase befreien. René Defke auf Holicek und der hat Platz. Christian Fiedler noch nicht richtig warm. Die Hertha in der ersten Hälfte spielerisch klar besser. Freistoß Karl. Neumann nicht richtig energisch am Ball. Meier. Sverrisson. Schmidt. Und dann ist er endlich drin. Niko Kovac, der glückliche Finder der Lücke. In der Zeitlupe sehen wir das heillose Durcheinander in Jenas Deckung. Und dann ist es eigentlich nur die Frage, wer trifft das Tor? Niko Kovac im dritten Anlauf. Und so erlebte Jürgen Röber sein erstes Erfolgserlebnis im Olympiastadion. Nach 38 Minuten Anspannung. Kurz darauf war Pause und die Berliner Fußballwelt in bester Ordnung. Nach dem Wechsel die Gäste aus Thüringen wie verwandelt. Entschlossen Herthas Angriffe abgefangen und dann ab die Post. Gutwelker läuft Kovac davon. Und Heiko Weber nicht in Abseits, schaltet in der Mitte am schnellsten. Der Ausgleich 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff. In der Wiederholung deutlich zu sehen, Webers Bewacher Oliver Schmidt nicht ganz wach. Jena jetzt viel selbstbewusster und frecher als in den ersten 45 Minuten. Das ist Jens König, der lässt Lünzmann ganz alt aussehen. Und dann ist Weber wieder zur Stelle. Das 1:2 nur 10 Minuten später.
Heiko Weber, der von Trainer Vogel den Vorzug vor Zimmermann erhielt. Der Dank sein zweiter Treffer. Hertha in der Folgezeit wie geschockt. Plötzlich bestimmten nur noch die Gäste die Marschrichtung. Das ist wieder König. Mit Pech. Und doch nicht. Niko Kovac war nämlich der wahre Pechvogel. Das 1:3 in der 72. Spielminute. Fast im 10-Minuten-Takt schlugen sie jetzt zu, die Gäste. Ein Eigentor von Kovac. Hutwelker kommt nicht mehr an den Ball, auch wenn es so aussieht. Nur wenige Minuten später fast eine Kopie des Ausgleichstreffers. Wieder geht Hutwelker, heute Jenas Bester auf und davon. Das Zuspiel exakt getimt und der eingewechselte Marc Zimmermann sorgte für die Entscheidung. Gespielt waren 78 Minuten. Kurz darauf dieses Foul von Röser an Rackli, klare Sache, Strafstoß. Marc Arnold tritt an. Doch Mario Neumann mit dem richtigen Riecher. Selbstbewusstsein pur. 4 Minuten vor dem Ende dann doch noch Herthas zweiter Treffer. Allerdings eher ein Zufallsprodukt. Der 2:4 Endstand durch Andreas Schmidt. Dennoch Berlin im zweiten Spielabschnitt völlig von der Rolle. Ein verdienter Sieg für die Gäste. Und die hinterließen einen restlos enttäuschten Jürgen Röber. Schlechter Einstand für Jürgen Röber, durchwachsener Einstand für Schlappi. Seine Waldhüpfer aus Mannheim spielten in Wattenscheid 0:0 unentschieden. Das hatte Auswirkungen auf die Tabelle. Jena rauft auf Rang 7. Und wenn wir auf die untere Hälfte schauen, dann sehen wir, dass Hertha im Augenblick noch 10. ist mit 22 Punkten. Mannheim 12. mit 21 und Wattenscheid bleibt auf einem Abstiegsrang mit nunmehr 18 Punkten. Morgen gibt es mehr aus der zweiten Liga und morgen gibt es natürlich auch die erste Liga hier bei uns um 18 Uhr in Sat.1 ran am Samstag. Eins habe ich noch. Neue Töne von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Ich fahre auch als Nummer 12 mit zur Europameisterschaft nach England, hat er gesagt. Ich will keinen Stammplatz, nur eine Perspektive und ich will nicht nur wegen meiner Vergangenheit eingeladen werden. Lothar Matthäus im Gespräch mit den Kollegen von Premiere. Wenn ehemalige Weltstars bescheiden werden, täte uns allen vielleicht auch mal ein bisschen gut. Das war's für heute Abend. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen um 18 Uhr sind wir dann wieder alle für Sie da. Schönen Abend noch und ich freue mich auf Sie. Bis dann. Fußball. Ein Genuss mit Becks. Hallo, das große Festival zum Weltfrauentag und Stefan Raab mit dem Maussong. Die Harald Schmidt Show. Jetzt in Sat.1.